Also, ist das das Kind da hinten auf der Leiter? Ja gut, beeilen wir uns mal. Was macht es jetzt da oben? Ja, so leicht wird es nicht sein, oder? Also, Wait, hold on. Give me that key. Moment, warte, gib mir den Schlüssel. Und die Leiter lässt einfach da, oder was? Warte, du verdammtes kleines... Ey, jetzt mal nicht übertreiben. Dieser Part hier ist immerhin noch für Kinder geeignet, zum Teil. Ich meine, es sterben hin und wieder mal ein paar Leute. Es wird geflucht. Ach ja, aber sonst... Oh, verdammt, da sollten wir aufpassen. Oh, no. Oh, das war nicht gut. Hier drauf, auf das Auge. Ah, hat nicht ganz getroffen. Komm her. So, hier. Gut. So, wo sein? Wir können jetzt nach links und nach rechts, oder was? Schauen wir erstmal hier nach, weil wir sollen wohl auf die andere Seite. Ich will ja nichts übersehen. Hier könnte irgendwas versteckt sein. Nein, hier ist anscheinend... Ja gut, wir könnten hier wieder runter, aber das brauchen wir gerade irgendwie so gar nicht. Also folgen wir dem Kind. Ich lasse mir hier natürlich Zeit, aber wenn es hier wirklich auf Zeit ginge, würde ich mich beeilen. Aber wir haben ja hier alle Zeit der Welt quasi. Sollten wir nicht hier lang? Ich dachte, wir sollten hier lang, weil der Pfeil hier in die Richtung gezeigt hat. Aber nee, wir sollen wohl hier runter, weil auf der anderen Seite ging es gar nicht weiter. Ja, wo ist das Kind jetzt? Oh. Ja, der Monokuna hat auch keinen Plan hier, was hier vor sich geht. So. Ist hier irgendwo... etwas... Hier haben wir irgendwas. Nehmen wir mal das Zeug hier eben mit. Warte mal, bevor wir das aber machen. Vielleicht haben wir hier ein Herz, das wir hier kriegen können. Gib mir ein Herz, bitte, bitte, bitte. Ich brauche volles Leben. Ach, was ist denn hier mal mit den Batterien, Alter? Also, wenn wir eins genug haben, dann sind es Batterien. Wir können ja nur drei Stück haben. Was zum Teufel ist das jetzt hier? Ich bin Socki die Socke. Weißt du, ein bisschen Haut zu zeigen ist ganz nett, aber ich möchte ebenfalls wahrgenommen werden. Ja. Gut, das war... Toko, ernsthaft, da brauchst du uns jetzt keine Geschichte zu erzählen. Ich meine, wir haben hier Wichtigeres zu tun, aber okay. Erstmal hier schön Zeit lassen, schön über das Buch reden. Warum eigentlich nicht? Das ist ein Bilderbuch, oder? Ich schätze mal, eins dieser Kinder muss es hier fallen gelassen haben. Weil sie ja die Monokumas steuern und alle umbringen, habe ich irgendwie vergessen, dass dort Kinder drin stecken. Vielleicht ist es einfach eine Phase, die wir nicht verstehen. Ist das vielleicht einfach gerade in? Ja, also, ist das einfach gerade nur so eine Phase, wo sie einfach alle umbringen? Ja, kann ja mal passieren, ne, Komaru? Ach, da kommen sie wieder raus. Passiert mal. Also, das war irgendwie etwas seltsam. Okay, danke für diese Kommentare, Komaru. Ja gut, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ach, die Coins, die müssen wir auch auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Ja, damit YouTube Money. So, können wir eigentlich hier lang? Nee, können wir nicht. Ja, wie kommen wir jetzt hier durch? Sag mal. Ach, ich soll hier durch die Tür, oder was? Oder? Ich meine, da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Oder können wir hier drüber klettern? Sag mal. Nee, sieht nicht so aus. Na gut, dann wollen wir mal hier rein. Aber waren wir nicht schon mal? Ich habe diesen Monokuma schon mal gesehen, meine ich. Also gefühlt waren wir schon mal hier. Aber was genau hier war, weiß ich nicht mehr. Maybe he's hiding somewhere around here. Oh-oh. Hey, come on out! I know you're in here! Da ist das Kind. That brat, acting all high and mighty just because he knows we won't hurt him. Let's go around back to get that kid. Then he'll be caught just like a rat in a trap. Yeah, you're right. Naja, das Kind hier finden, das ist ein ziemlich großer Ort. Naja. Ach, haben wir wieder so einen Spieleraum, oder was? Sieht zumindest so aus. Wir haben ja solche Türen hier, ne? Ja. It's that arcade machine again. Ja, es sind immer diese Arcade-Maschinen. Automaten. Hier, komm mal her, Herz, 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 Herz. Hat denn hier niemand ein Herz, sag mal? Was ist denn hier los? Mann, Mann, Mann. So. Also, wir können uns hier mal alles wieder anschauen. Vielleicht können wir das Kind auch schon hier sehen irgendwo. Wir haben ja hier ganz gut den Überblick. Right,
Wir sollen alle Monokumas auf einmal zerstören. Wir haben hier 5 Stück anscheinend. 1, 2, 3, 4, 5. Den können wir zum Tanzen bringen. Und wenn der getroffen wird, dann explodiert er und alle sterben. Also es sollte relativ offensichtlich sein, was wir hier zu tun haben. Also wir fangen an mit der Tanzfähigkeit. Schießen die auf den, ja, den Sirenen-Monokuma. Machen wir mal eben. Hier so. Und jetzt sollten die alle dorthin laufen. Genau. Und jetzt schießen wir auf den da. Genau, warte mal. Ah. Bleiben die mal. Oh, warte mal. Aufpassen. Die gehen gar nicht dahin. Geht mal dahin. Die zwei, die bleiben da, aber... Hä? Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Warte mal. Und jetzt... Drauf da! Auf! Ich war das nicht. Lalalalalalalalala. Jetzt bleibt er da stehen. Okay. Es können vielleicht auch nur zwei zu jeder Zeit... Ah ne, ja, jetzt geht's. Jetzt hat er Bock drauf, oder was? Okay. Jetzt, schön das Auge treffen. Dreh ich mal wieder ein bisschen um. Jetzt, oder? Ne, das war... Ey, jetzt bring ihn einfach um. Okay, jetzt müssen alle down sein, ja. Aber das war jetzt schon schlecht. Ich habe jetzt nicht alle auf einmal getroffen. Also, reicht das für die Aufgabe? Wir sollten ja alle auf einmal umbringen, ne? Mit einer Explosion. Jetzt habe ich aber nur 4 auf einmal umgebracht. Zählt das noch? Ich weiß es gar nicht so genau. Wir haben auf jeden Fall keine goldenen Münzen dafür bekommen. Also, ich glaube, das war ein Fail. Schade, schade, aber was kann man machen? Also das Kind müsste trotzdem noch hier sein, oder? Oder ist es schon weg? Ich weiß auch gar nicht, sind das immer Mädchen oder Jungs? Weil das Kind hatte zumindest eine männliche Stimme. Aber keine Ahnung. Herz, 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 Herz hier. Ja, geht doch. Schönes Pixelherz hier. Und damit haben wir wieder volle Lebensanzeige und natürlich auch volle Batterieanzeige. Also wir sind... auf jeden Fall bereit für alles, was uns jetzt hier in den Weg geworfen wird. Oh, Challenge. Ich werde im Krankenhaus warten. Was genau ist die Challenge? Dass wir ins Krankenhaus gehen sollen, oder was? Das Hospital? Isn't that the first place we were? We have to go all the way back? Das Krankenhaus? Ist das nicht der erste Ort gewesen, bei dem wir waren? Ach man, müssen wir den ganzen Weg zurückgehen? Dieses verdammte Kind. Denkt es etwa, dass wir seine Spielkameraden wären, oder was? Das ist so verdammt frustrierend, dass meine Sichtstärke besser geworden ist. Meine Sehstärke, meine ich. Frustration führt dazu, dass man besser sehen kann? Das wäre mir neu, aber okay. Don't take everything I say so literally. Come on, let's just go. Natürlich nicht. Nimm nicht alles, was ich sage, so ernst. Komm schon, wir müssen weiter. Hier, los, los. Ja, wir sollten weiter. Wir müssen den ganzen Weg zurück. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo das Krankenhaus überhaupt war, Leute. Okay, ja gut, dann wollen wir mal zum Krankenhaus zurück. Aber warum führt uns dieses Kind zum Krankenhaus? Gibt's da etwa etwas? Ich meine, bisher haben uns die Kinder immer ganz gut geholfen, ne? Vielleicht weiß das Kind mehr als wir. So war es zumindest bisher immer. Ich meine, wir wissen ja selbst. So ziemlich gar nichts. Wenn ich den jetzt umbringe, ne? Geht dann vielleicht das Ding kaputt? Hier, draufschießen. Und nochmal da auf den Arsch. So. Jetzt hier, aufpassen nicht, dass wir getroffen werden. Explosion und down. Ja, das klappt. Oh, Level up. Ich sollte generell mal schauen, dass wir hier noch ein paar Skills aktivieren, ne? Das wollte ich ja mal aktivieren. Das brauchen wir nicht, gut. Ich habe gerade gesehen, auf der Karte, hier können wir natürlich auch ganz gut sehen, wo wir hin müssen. Einmal hier um die Ecke und dann sind wir auch schon da. Das ist ja dann gar nicht so weit weg. Gefühlt war das deutlich weiter weg. Was haben wir jetzt hier? UFOs? Das hier ist ein, ja, Guiding UFO. Das führt uns halt irgendwo hin. Es ist ein Verbündeter, wir schießen einfach Move drauf und dann führt uns das in die richtige Richtung. Gut, wo ist es jetzt? Das leitende UFO quasi. Ach, jetzt sind wir hier lang, okay. Ja gut, ist hier bloß nichts übersehen. Das ist, glaube ich, kein richtiges UFO, aber okay. So ein Spielzeug halt, ne? Aber an sich, so ein Spielzeug, das einfach so rumfliegt? Sowas hatte ich in meiner Kindheit nicht, okay?
Ich hatte nur bestenfalls ein Spielzeugauto. Da ist jemand hinter mir, oder? Ist ein Monokuma hinter mir? Ja, auf, Toko, hinter dir. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, genau. Jetzt trifft den Assi da doch mal, Alter. Aufs Auge. Alter. So, geht doch. Ja, ich hatte in meiner Kindheit nur irgendwie solche Spielzeugautos. Bestenfalls, aber nicht solche Dinger, die fliegen konnten. Warum eigentlich? Wahrscheinlich, weil es zu gefährlich war. Wahrscheinlich auch, weil es deutlich mehr kostet, ne? Aber es gibt ja solche Drohnen und so, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie teuer die sind. Ich glaube, die kosten schon einiges. Hier irgendwas versteckt? Nee. Ich meine, hier war damals irgend so ein Kind mit einem Geschenk, oder? Das war ja so. Letzte Aufnahme ist für mich ein paar Tage her, aber dennoch, daran erinnere ich mich nach wie vor. So, wir sollen ins Krankenhaus, obwohl wir eigentlich irgendwie zu der U-Bahn sollen, also. Oh, was haben wir jetzt hier? Hat er uns schon gesehen? Ernsthaft? Haben die beide uns schon gesehen? Klappt das? Das klappt, das klappt, das klappt. Okay, oder? Kommt er jetzt zu mir? Der tanzt da. Geht mal zu dem. Ja, ich bräuchte aber eine Explosion oder so. Um die ja alle gleichzeitig zu ownen. Ja gut, dann machen wir das so. Schön aufs Auge. Dann da schön aufs Auge. So, ja, genau, genau. Den können wir von hinten nicht ins Auge schießen. Na gut, dann bringen wir jetzt den um, ne? Und der hat einfach keinen Plan, was hier los ist. Was? Habe ich den gerade nicht umge... Ich habe den noch aufs Auge gesto... Alter, was ist denn mit dem los? Hier, so, komm. Das war doch ein Treffer, oder? Hä? Sterben die nur, wenn man genau trifft, oder was? Nee, der ist jetzt down. Okay. Und der Typ hat echt keinen Plan, was hier vor sich geht. Aber ich meine, die werden ja anscheinend von den Kindern gesteuert, ne? Das heißt, die Kinder haben irgendeine Art Sicht durch die Monokumas durch. Die müssten also checken, hey, hier wird gerade, hier werden gerade die anderen abgeschossen. Da müsste ja wohl jemand hier in der Umgebung sein, oder? Also, so zumindest meine Logik hier, aber keine Ahnung. Ich meine, es sind auch nur Kinder, ne? Von daher, wir haben ja gerade schon so ein Malbuch gesehen, nicht Malbuch, sondern so ein Bilderbuch gesehen. Also, die scheinen alle noch relativ jung zu sein und nicht irgendwie Teenager. Also, vielleicht 5 bis 10 Jahre? Oder? Ich weiß es ja auch nicht so genau. Ist das hier das Krankenhaus? Das ist, glaube ich, das Krankenhaus gewesen, ne? Ist hier irgendwas noch außen, das ich noch mitnehmen sollte? Ach, hier, nicht Checkpoint, sondern Speicherpunkt. Genau, so heißt's. So, dann wollen wir mal da rein. Was haben wir jetzt hier? Ich meine, wir brauchen nur den Schlüssel, von daher weiß ich nicht, warum das Kind uns jetzt hier den ganzen weiten Weg zurückgelockt hat. Ja, wobei, so weit war sie jetzt auch nicht, ne? Da haben wir wieder so ein UFO. Schießen wir mal einen Move drauf, so. Und das führt uns jetzt schon in die richtige Richtung. Wobei ich gar nicht weiß, woher das UFO weiß, wo wir hin sollen, aber okay. Hier schön aufpassen, nichts übersehen. Also, ich suche immer noch nach diesem Graffiti-Zeug. Ich meine, es gibt solche Kinder, die man irgendwo finden kann. Aber ich habe noch nichts gefunden. Da haben wir irgendwas versteckt, das ich natürlich gerne mitnehmen möchte. Wie kommen wir da nochmal hin? Ich glaube, wir müssen einmal um die Ecke gehen und dann können wir da rein. Habe ich damals gar nicht gesehen. Und ich bin, glaube ich, damals sogar hier reingegangen und habe gesagt, hey, hier ist ja gar nichts. Aber hier ist doch etwas. Ach, Socki, die Socke schon wieder. Regnerische Tage sind so melancholisch und es riecht immer so aus irgendwelchen Gründen. Ja, die Socke, also ja. Okay, gut, dieses Mal kein Gespräch mit Toko. Das freut mich. Erleichtert mir die Übersetzungsarbeit so ein bisschen. Aber okay, wir sollen hier nach dem Kind suchen. Es geht wohl hier in diese Richtung. Und alle sind sie hier tot. Niemand ist mehr am Leben. Hier rein, oder was? Ich meine, wohin sonst, ne? Ich meine, wir brauchen nur den Schlüssel, Mann. Was haben wir jetzt hier? Ah, das ist das Kind. Da bist du. Dieses Mal kommst du nicht davon, okay? Naja, er rennt schon los. Wir sind hier noch am Stehen. Also von daher... Toko, wo bist du? Da bist du. Ja, komm, wir müssen uns beeilen. Stell hinterher. Ich frage mich immer noch, warum das Kind uns hierher gelockt hat. Ich meine, hier ist ja nichts. Ist das jetzt hier reingegangen oder um die Ecke? Warte mal. Ich guck mal hier um die Ecke. Waren wir schon mal hier drin? Im Diagnosezimmer? Es kommt mir gerade irgendwie so unbekannt vor. Aber mal schauen.
Ne, wir haben hier einen Monokuma-Automaten, aber ansonsten... Ah, doch, 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 hier haben wir noch was. Okay, das könnt ihr euch auch mal durchlesen. Okay, ja. Okay, so. Dann weiter hier. Weiter im Text. Ich meine, wir könnten theoretisch hier die Automaten aktivieren, aber wir haben... Ach, wobei, wir brauchen ja ein bisschen Muni, ne? Von daher machen wir das mal eben. Vielleicht kommt da ein bisschen Munition bei raus. So. Hier haben wir ein bisschen Munition. Ich dachte immer, das wären Batterien, aber nee, das ist Munition. Ja, und jetzt kriegen wir ein Herz, oder was? Wir haben schon volle Lebensanzeige, Leute. Ich brauche das Zeug nicht. So, dann wollen wir jetzt mal zu dem Kind gehen. Wir brauchen ja den Schlüssel, um zu der U-Bahn zu kommen und dann da die Gleise entlang zu gehen. Ich muss sagen, selbst wenn ich wüsste, dass die Bahn nicht fahren würden, ich würde, glaube ich, nicht auf den Gleisen entlang laufen wollen. Das ist irgendwie ein bisschen unangenehm, oder? Sollen wir hier rein ins... Oh, no. Ins Operationszimmer. Oh, und da ist schon alles so voller Blut. Oh, das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Aber gehen wir doch mal rein. This room's creepy. Like something might pop out any second. What do you mean pop out? Don't say something creepy like... Was zum Teufel? What the hell? Der Müllmonokuma. You just had to say something, didn't you? The door's locked shut. The brat from earlier must have done it. Das ist jetzt schon ein bisschen gruselig, oder? Oh Gott. Das Ding ist aber auch schnell unterwegs. Okay, aufpassen hier. Der wurde wohl von den Kindern so zusammengebaut, oder was? Oh, das war ein Treffer, aber das reicht nicht mal. Down? Wir haben jetzt drei gute Treffer gelandet und der ist down? Nein, der lebt noch. Hier ein nice Shot nach dem anderen. Okay. Boah. Das war jetzt schon ein bisschen gruselig, oder? Jetzt kommen wir hier raus, oder was? Schau mal, die Tür ist jetzt auf. Oder nicht mehr abgeschlossen zumindest. Lass uns das Kind jetzt endlich verfolgen. Ich werde ihm eine Menge erzählen von meinen Traumata und so. Ja, also... Ich glaube... Ah, das war wirklich ekelhaft. Ich werde, glaube ich, Albträume haben. Ja, also wenn ich so ein Ding im echten Leben sehen würde, das mich verfolgt und mich umbringen will... Ich glaube, ich hätte auch Albträume. Für längere Zeit auf jeden Fall. Was ist hier? Nichts anscheinend. Okay. Dann wollen wir mal wieder raus. Aber wo ist das Kind denn überhaupt hin? Ich meine, das war hier gerade irgendwie eine Sackgasse, oder? Ah, da ist es wieder. So langsam ist auch mal gut. Da ist er, da drüben. Und er läuft wieder weg. Mein Gott. Was ist denn los mit dir? Will er nur fangen spielen oder was ist hier los? Sag mal, er ist hier lang gegangen, ne? Oder? Ich sehe ihn nicht. Da können wir nicht weiter. Wo ist er hin? Und er geht nach oben. Da waren wir ja wirklich ganz am Anfang, oder? Er ist in die nächste Etage gegangen. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Da ist er. Und er läuft weiter, das gibt's doch nicht. Wie weit will er noch laufen, ha? Will er uns vielleicht irgendwo hinlocken? Will er uns irgendwas zeigen? Weil ich habe ja jetzt schon das öfter mal gesagt, die haben uns bisher immer geholfen, oder? Aber wo genau er jetzt hin will? Keine Ahnung, du. Ist hier irgendwas versteckt? Vielleicht? Nee. Nee, nee. Ja gut, dann wollen wir dem mal hinterher. Ist doch da lang gelaufen, ne? Ich glaube, der ist da gerade nach links. Aber so langsam sollten wir vielleicht mal wirklich zu der U-Bahn, damit wir hier aus der Stadt rauskommen. Ich meine, selbst wenn... das war immer gar nichts. Selbst wenn die Bahn nicht fährt, wir können es zumindest nutzen, um dort die Gleise entlang zu laufen.
Noch einer von denen. Von den ganzen Monokumas hier. So, der wäre auch down. Dort hinten ist das Kind, aber ich habe hier gesehen, hier kann man noch irgendwas, was wir uns durchlesen können oder so. Oh, das ist das Tagebuch oder so. Oder irgendwelche... Oh, von dem Typen, den wir vorhin gesehen haben vor einiger Zeit. Also, der sein Bein verloren hat, der seine Familie von... Ja, seine Familie wurde umgebracht. Wenn er überlebt, will er mit seiner Familie an den Strand. Er möchte das Wasser wiedersehen. Er möchte mit seiner Tochter zusammen spielen und... Uff, das ist schon irgendwie... Das ist das schlechteste Gefühl, was er je hatte. Er weiß, dass er in Kürze sterben wird. Er will nicht sterben, aber er weiß, dass er sterben wird. Uff. Ja, Leute. Wenn euch das nicht Depri macht, dann weiß ich auch nicht. Oh, was ist denn mit dem los? Sag mal. Und das war ein guter Schuss, oder? Hier können wir nicht hin. Ja, das Spiel ist schon ziemlich grauenhaft. Also nicht schlecht in der Sicht, sondern grausam, grauenhaft. Alles, was hier so vor sich geht, ist ziemlich düster. Und beweg dich doch, Fadenkreuz, Alter! Also ich würde fast schon behaupten, das ist eins der düstersten Danganronpa-Spiele, was überraschend ist, denn erstens ist es nur ein Spin-Off und zweitens, Danganronpa-Spiele sind an sich schon verdammt düster, aber hier, wenn man so liest, was mit den ganzen Leuten passiert, das ist schon krass. Ist er jetzt hier reingegangen oder die andere Tür? Hier haben wir wieder irgendwas. Nehmen wir auch das mal eben mit. Okay, das könnt ihr euch mal wieder durchlesen, wenn ihr wollt. So. Oh, das hört sich auch schon mal wieder ziemlich grauenhaft an. Ich überfliege das hier gerade so ein bisschen, deswegen... Uff. Oh, Toke hat was zu sagen, okay. Also so wie immer. Diese Geschichte, also dieser Roman hier, macht mich echt krank. Sieht nicht so aus, als ob es hier ein Happy End geben würde in dieser Geschichte. Lass mich raten, der Hauptcharakter gewinnt am Ende und dann sagt er irgendwas Dummes wie... Wir mögen vielleicht verrückt sein, aber zumindest sind wir glücklich. Ja, das hört sich ganz schön plausibel an. Nun, nur weil ich das Ende vorhersagen kann, heißt das nicht, dass das gleich ein schlechtes Buch ist, schätze ich mal. Aber es ist auf jeden Fall egal. Alles, was nicht die... purste Literatur ist sowieso scheiße. Hört sich wie so ein Kanto-Liebhaber an. Nur die erste Generation ist geil, alles was danach kam ist scheiße. Auf jeden Fall, ich finde deine Meinung schon ein bisschen erfrischend, weißt du? Nun, wo ich gerade schon das so vorhergesagt habe, ich schätze mal auch deine Familie war ziemlich normal, oder? Nun, um ehrlich zu sein, wir waren gar nicht so normal. Wir waren eine... Also unsere Familie bestand aus 4 Leuten. Meine Eltern, mein Bruder und ich. Aber... Was? Wart ihr eine Familie aus Kannibalen oder was? Hä? Stop it! Sag nicht so etwas Gruseliges. Nein, ich meine... Zum Beispiel, meine Mutter hat immer bestimmte Variety-Shows zum Essen geschaut. Und Papa rasiert sich nie an Wochenenden, wenn er keine Pläne hat. Und mein Bruder geht auf diese großartige Schule. Ja, da wissen wir Bescheid. Makoto Naegi ist zu Hope's Peak Academy gegangen, einer großartigen, in Anführungszeichen, Schule. Obwohl er ja in Anführungszeichen großartig, ne? Also, was die da so gemacht haben, haben wir ja in Danganronpa 2 rausgefunden. Und als wir gegessen haben, waren es immer nur die vier von uns. Da haben wir Fernsehen geguckt und ein bisschen Smalltalk gemacht. Nichts, was du gerade gesagt hast, lässt mich irgendwas anderes denken, außer dass ihr komplett normal wart. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja alles vollkommen normal, außer das mit Makoto halt, dass er auf diese großartige Schule gegangen ist.
Aber wenn das normal ist, ist es dann nicht irgendwie auch nicht normal, weil es zu normal ist? Diese Logik erschließt sich mir nicht so ganz, aber okay. Mich interessiert vielmehr die Beziehung zwischen dir und deinem Bruder. Habt ihr euch vielleicht ein Bett geteilt oder habt ihr zusammen gebadet, wie in diesen schlechten Light Novels? Wir sind Geschwister. So etwas würden wir niemals tun. Wir haben uns, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gut verstanden. Das überrascht mich schon ein bisschen. Makoto war eigentlich immer ganz nett und Komaru scheint auch ziemlich nett zu sein. Der einzige Zeitpunkt, wenn wir überhaupt mal reden, ist, wenn wir zusammen essen oder wenn wir über einen Manga reden, den wir mögen. Nun ja, ihr kommt wohl besser miteinander aus als die meisten Paare, die ich kenne. Wirklich? Ich hätte mir gedacht, dass andere Geschwister viel, viel bessere Beziehungen hätten als wir. Wenn ihr euch noch näher wärt, wäre es illegal. Okay. Das Saarland schickt seine Grüße raus. Aber auf jeden Fall, jetzt wo du meine Familie erwähnt hast, ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, Mama, Papa und Makoto sind alle in Sicherheit. Ja, da können wir nur hoffen. Ob wir die wohl noch in diesem Spiel sehen werden? Falls sie noch am Leben sind, das wird sich noch herausstellen. Gut, wo ist er jetzt hin? Da rein oder was? Schauen wir mal hier rein.